und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Liebe Grüße gehen raus an den Kai. Ich feiere deinen Eingang zu jedem Video immer. Kai Brenner, wer ihn nicht kennt, gibt's gar nicht. Jeder kennt Kai Brenner und seine interessanten Videos. Ja, und ich wollte jetzt auch nochmal ein Video machen und Bescheid sagen, so, ich bin umgezogen, bin in der neuen, im neuen Zuhause mit dem Katzenpack, mit den Fischen. Ich werde so nach und nach mal so ein bisschen zeigen. Fühle mich sehr wohl hier, bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt alles hinter mir habe, den Umzug und das alles, weil das alles so ein bisschen, ja, ne, willst du umziehen, muss ja erstmal eine neue Autobatterie kaufen, weil der Wagen sonst nicht startet und so ein Scheiß. Ja, aber es hat alles funktioniert, ich habe das alles hinter mich gebracht und, ja, lebe jetzt irgendwie ein neues Leben. Also es ist halt echt schön. Ich kann mich hier jetzt gerade mal völlig gerade um mich selber kümmern. Also nicht, dass ich das auf der Finca nicht auch gekonnt hätte, nur standen da halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen im Raum, die mir keine Ruhe gelassen haben, wodurch ich das halt letztendlich eben doch nicht konnte. Also ich hab's ja letztendlich getan am Ende. So im letzten Monat, ne, habe ich mich ja wieder um mich selbst gekümmert. Aber da stand halt eben der Umzug noch bevor und bla bla bla. Und das musste ich auch erstmal hinter mich bringen, weil das so wie so ein Berg noch vor mir stand. So. Und das habe ich aber jetzt, also, jetzt ist Ruhe, jetzt ist in mir auch Ruhe. Und jetzt kann ich hier so vor mich hin dödeln wieder und mein Ding machen. Und es fühlt sich gut an. Ja, was ist mein Ding gerade? Das wollte ich auch noch mal ein bisschen erzählen, so meine Erfahrungen. Also ich bin ja jetzt quasi erst eine Woche mit dabei. Aber ich habe vor einer Woche dann halt eben den Tipp von Kevan beherzigt und mir mal angeguckt, was Prompt Engineering ist. Und dementsprechend habe ich mich natürlich auch mit einigen KIs auseinandergesetzt. ChatGPT, sehr interessant, was mir das zu sagen hatte. Kann man alles auf Facebook in meiner Chronik lesen, habe ich veröffentlicht, so 3-4 Posts. Meine ersten Unterhaltungen tatsächlich mit ChatGPT, die ich sehr interessant fand und sehr aufschlussreich. Dann habe ich halt eben angefangen, Bilder zu machen und dann habe ich angefangen, also Bilder mit Hilfe einer KI, wo ich mir jetzt halt eben von der KI einfach bei der Formgebung helfen lasse und mir die Bilder halt, naja, wie das halt so ist, ne, wenn man einen Mittelsmann hat, den man die Drecksarbeit machen lässt. Ja, so, ne, stundenlanges Ausmalen oder so, macht die halt eben einfach eine Sekunde. So, super. Ändert den Style des Bildes ein bisschen, ist aber okay mit mir, solange das für mich schön aussieht. Ne, und jetzt bin ich halt eben dabei, herauszufinden, wie ich mir KI zunutze machen kann, um zu verhindern, dass sie gegen mich arbeitet. Und das ist halt eben im Moment auch so ein, weil, ne, das Ding ist, ich habe halt eben auch in der letzten Woche viel, viel mitbekommen in Bezug auf eine gewisse Angst vor der KI, die ich sehr wohl nachvollziehen kann. Das war das, was mich bisher auch immer eher so ein bisschen davon abgehalten hat, mich damit zu beschäftigen. Aber letztendlich, Facebook ist auch eine KI, YouTube ist eine KI, Twitter, Insta, das sind alles KIs. Ja, die haben wir nur bisher immer den Algorithmus genannt. Also jetzt auf einmal heißt das KI. Ist aber vom Prinzip her dasselbe, auch wenn das, was wir heute KI nennen, halt eben durch die direkte Prompteingabe halt eben direkte Antworten liefern oder Ergebnisse liefern kann. Letztendlich ist es aber auch nichts anderes als Google oder
Facebook oder die sozialen Netzwerke, wo wir eben prompten. Wir prompten die ganze Zeit. Jede Eingabe in ein Postfeld ist oder ein Kommentarfunktion ist ein Prompt. Nicht unbedingt einer, der einer KI sagt, was sie zu tun und zu lassen hat, wobei die KI letztendlich weiß, was sie damit zu tun hat. Beängstigenderweise gut. Aber wir reden ja auch miteinander. Und das ist halt eben das, warum dieses Prompt Engineering für mich halt einfach so wahnsinnig interessant ist, weil es halt eben auch eine natürliche Intelligenz gibt. Und diese natürliche Intelligenz ist quasi, steht Pate für die ganzen künstlichen Intelligenzen. Und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil diese Kopie, diese künstliche Kopie der natürlichen Intelligenz quasi so etwas wie ein Modell ist, mit dem man veranschaulicht arbeiten kann. Das simplifiziert Dinge. Das ist letztendlich nichts anderes als so ein Modell vom Sonnensystem, wo man so dran drehen kann und dann drehen sich die Planeten um die Sonne, um zu veranschaulichen, wie das Große funktioniert, wie das Natürliche funktioniert, dessen das Modell nur eine Abbildung ist. Und das sehe ich mit der KI halt genauso und vor allen Dingen im Umgang mit der KI. Vor der KI brauchen wir, glaube ich, keine Angst zu haben. Die KI kommt von alleine nicht auf dumme Gedanken, da hat die gar keinen Grund zu. Das Problem ist der menschliche Faktor in der Rechnung immer noch, weil ohne die Aufforderung, uns alle zu vernichten, wird eine KI das nicht machen. Und wenn wir alle miteinander umgehen, dass wir keine Angst mehr voreinander haben brauchen, dann brauchen wir auch keine Angst mehr vor der KI zu haben. Das war etwas, was tatsächlich ChatGPT mir gesagt hat auf Nachfragen. Und das ergibt für mich durchaus Sinn. Das ist ein Spiegel. Das ist aber auch für mich jetzt nichts Neues. Das habe ich in 2020 schon geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wo genau gerade, aber in 2020 die neue Erde steht irgendwo beschrieben. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich Instruieren hier die richtige Seite aufschlage. Nee. Wäre ja zu schön gewesen, ne? Ihr hört, es ist nicht mehr ganz so ruhig hier, wo ich jetzt bin, ne? Weil ich lebe am Stadtrand jetzt und nicht mehr auf einer abgelegenen Finca. Ja, wie auch immer, hier steht im Prinzip irgendwie, ich meine, das wäre was, wo Manu ihm es erzählt, über auch die Kopfkonsole und so, dass er halt eben, dass das Internet im Prinzip und die ganzen Computerwelten letztendlich dazu da sind, und das ist auch eine Überzeugung, die ich schon lange vertrete, um uns zu zeigen, wie das Große funktioniert. Weil es da eindeutige Parallelen gibt, die darauf hinweisen, dass das sehr, sehr ähnlich miteinander verbunden ist. Was für mich die große Parallele zwischen KI-Prompting und NI, Natural Intelligence, nenne es deswegen, also den Aspekt, diesen Ausdruck werfe ich jetzt auf denselben Tisch, weil der hat direkt damit zu tun. Und wenn sonst keiner von NIs redet, dann sollten wir vielleicht einmal anfangen. Oder einer NI, aber diese natürliche Intelligenz ist ja auch wieder aufgesplittet in ganz viele individuelle Intelligenzen, die aber alle halt eben von ihrer Art sind. Also natürliche Intelligenzen. Wir wissen seit langer Zeit schon, viele von uns, die sich damit beschäftigen, dass es halt eben sehr, sehr wichtig ist, aufzupassen, was man denkt, was man sich wünscht, wie man seine Wünsche glasklar dieser NI. Ups, da war gerade der Speicherplatz vom iPad voll und ist ausgegangen. So, hier weiter. Also, ne, wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass er sich gut ausdrücken muss. Bei seinen Wünschen ans Universum, an die natürliche KI. Und ich sehe halt eben einen riesengroßen Trainingsraum, den uns die KIs halt gerade bieten, um die Kommunikation
zu lernen, die wir halt eben auch mit der NI pflegen. Und deswegen finde ich das gerade so mega interessant. Das ist der Grund, warum ich wirklich Prompt Engineering lernen möchte und es immer besser können möchte. Nicht als irgendjemand anders, aber als ich selber vorher. So, und es geht bei mir jetzt auch nicht darum, jetzt hat meine super geile neue Geldquelle irgendwie draus zu machen, sondern mir geht es wirklich darum, mein Leben besser führen zu können durch meine Worte, durch meine Wortwahl, durch meine Gedankenwahl und so. Ja, was das Geldmachen angeht, da habe ich dann auch was ausprobiert. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird wissen, was ein NFT ist. Und das sind im Prinzip digitale Originale. Wenn ich ein Bild auf eine Leinwand male, dann kann ich das tausendfach kopieren, aber jede Kopie ist einfach nur eine Kopie. Und genau so ist das halt eben mit diesen Dateien auch. Die liegen auf einer Blockchain fest an einem Platz. Das ist das Original. Das kann als solches auch gehandelt werden. Und das ist natürlich für einen Kunstmarkt jetzt was Bahnbrechendes irgendwie, weil eigentlich sind digitale Künstler in den letzten Jahren oder der Vergangenheit eigentlich immer eher so belächelt worden, weil das ist ja keine richtige Kunst. Da kann man ja niemandem so viel vergeben. Wenn jemand 10 Stunden an einem digitalen Bild gearbeitet hat, dann ist das nicht so viel wert, als wenn jemand dieselbe Zeit an der Leinwand verbracht hat. Ich verstehe den Sinn zwar nicht, aber das ist halt so der gängige Tenor. Keine Ahnung, drückt keiner so aus, aber es verhalten sich alle so. Nun bekommst dann halt eben für deine digitale Kunst einfach nicht viel. Und das hat sich halt jetzt tatsächlich geändert. Ich habe halt dann auch so ein OpenSea-Konto mir erstellt und das ist eine Plattform, wo man NFTs drauf verkaufen kann, Non-Fungible Tokens, also digitale Originale, die ich von meinen Bildern halt jetzt auch erstellen und als solche handeln kann. Das Problem ist, dass ich seitdem 5 Anschriften von Interessenten bekommen habe, die auch alle Scammer waren. Und deswegen erzähle ich das hier jetzt gerade auch nochmal schnell, weil es halt eben den einen oder anderen von euch auch betreffen kann. Wenn ihr anfangen wollt, auf OpenSea zu arbeiten, seid bitte sehr vorsichtig. Wenn euch da jemand anschreibt, dass er euch eure Bilder abkaufen will, die eh da zum Verkauf stehen, wo der nur draufklicken und sie kaufen braucht. Und dann schreibt er euch irgendwie, ja, da funktioniert was nicht. Und dann schickt er euch eine Adresse und die heißt dann irgendwie Financial Assistant OpenSea at google.com oder at gmail.com oder so. Ey, Entschuldigung, dafür bin ich ja zu lange im Internet unterwegs. Keine seriöse Seite wie OpenSea schickt, lässt den Support über Gmail laufen. Also das konnte nicht sein. Und dann habe ich den dann halt auch damit konfrontiert und dann hat er mir auch noch so ein paar Screenshots geschickt, wo dann halt auch Fehler drin waren, wo ich gesagt habe, ja, wenn du schon bescheißen willst, dann guck wenigstens, dass dein Zeugs vernünftig zusammen hast, weil das ist Kacke, das fällt auf. Das ist, du brauchst dich nicht wundern, wenn das... Ne? Und der letzte war gestern, dem ich dann auch einfach geschrieben habe, der schrieb mich dann auch an, sagte, wollen wir 2 von meinen Bildern kaufen, aber halt die noch nicht als NTFs auf meiner Seite waren, sondern also auf OpenSea, sondern die auf Instagram waren. Oh, noch ein Cut. Also die auf Instagram waren, dann wollte er, dass ich die auf OpenSea hochlade und zwar für 5 Ethereum. Das sind fast 10.000 Euro. Deswegen habe ich auf meiner Webseite auch 2 für 6 Ethereum drin stehen, die dann nicht gekauft worden sind, weil der darauf bestanden hat, er will sie aber für 6 kaufen und er wollte mich aber nur scammen. Und dann habe ich dem Typen das gestern auch geschrieben. Ich sage, stell dir die gerne ein, aber ich sage dann, kauf sie bitte auch. Ich sage, ich habe wegen dem Scammer schon 2 für 6 Ethereum da drin stehen, was ich gerade nicht ändern kann, weil ich da noch kein Guthaben drauf habe. Und er schrieb dann einfach nur zurück, alright, also, ne, lass,
Wenn ihr damit versucht zu handeln, dann guckt bitte, dass ihr euch da nicht bescheißen lasst, weil im Moment scheint das vor allen Dingen für Scammer ein neuer Markt zu sein, weil 5:0 Scammer gegen Interessenten ist schon eine Nummer. Und die Interessenten melden sich auch, glaube ich, gar nicht bei mir, sondern die kaufen das einfach nur. Weiß ich nicht, habe schon keine Erfahrung zu. Ja, ich wollte es nur mal sagen, so, wer eine alte Kamera rumliegen hat, die noch funktioniert und Speicherplatz hat, mit der ich vernünftig Aufnahmen, Videos machen kann, wäre ich froh drum, weil das hier funktioniert, ist auch schon wieder nicht mehr, das war meine letzte Option. So, irgendwie gucken, ich habe noch eine Webcam. Irgendwas funktioniert mit dem Mac nicht mehr, der ist jetzt auch mittlerweile 10 Jahre alt, ne? Der ist von 2013 und wenn ich damit Aufnahmen mache, dann flitscht mir die Kamera aus nach ein paar Minuten. Dann habe ich nur noch ein schwarzes Bild. Der Ton nimmt weiter auf, aber ich habe dann nur noch ein schwarzes Bild. Also es funktioniert irgendwie auch nicht. Und mit der anderen Kamera da hinten, das auch, keine Ahnung, war nur maximal 20 Minuten. Manchmal brauche ich aber eine halbe Stunde für ein Video. Ist halt so. Ja. Also ich will die gar nicht mal unbedingt geschenkt haben, aber wenn einer so halt rumliegen hat und ich dafür irgendwas machen kann, um die mir zu verdienen, sagt mir einfach Bescheid. Bam. So, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. habt euch lieb und so. Das Leben ist nicht ganz so scheiße, wie es aussieht. Vergesst das nicht. Ich habe das auch jetzt eine Weile vergessen, aber ich habe mich zum Glück wieder dran erinnert. Und ja, geht wieder gut weiter. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich bin jetzt im Moment halt wieder ein Stadtmensch, wobei das kann man ja so, ne, Saint-Denis ist, keine Ahnung, da war ja Düren sogar größer. Wobei, ne, ich laufe hier in 10 Minuten einmal quer durch die ganze Stadt. Das wäre so die Innenstadt von Düren gewesen. So in der Größe kann man sich das hier vorstellen und naja, hier ist halt nicht wirklich Stadtlärm. Ne? Hier fahren halt Autos vorne an der Straße vorbei, aber das kann ich überhören. Die hupen da aber nicht und die. Es ist ganz selten mal, dass ein LKW dran vorbeifährt, dass das rumst, so wie eben so, ne? Aber. Ach so. Dafür bin ich fußläufig in der Stadt. Das ist einfach immer. Das ist mal was Neues jetzt so. Ich habe wieder Leute um mich rum. Bin ich so ganz so isoliert und einsiedlerisch und so. Tut mir, glaube ich, ganz gut. Bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommt. Ich freue mich auf den Sommer. Das wird bestimmt gut. Tschüss, macht gut. Hier, nicht vergessen und so. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss.